bin nämlich eigentlich wegen Geschenk hier heute auf Arbeitsamt gekommen. Also ich werde Ihnen das mal ein bisschen erklären. Und zwar, ich bin verheiratet. Ja? Und zwar mit einer Frau. Naja, ich will nicht sagen, wir sind jetzt glücklich verheiratet hier mit der... Renate. Und zwar 25 Jahre. Wir sagen, wir haben dieses Jahr Silberhochzeit. Ja, aber es ist ja so, wir haben ja nur beide keine Arbeit, die Renate und ich. Was heißt keine Arbeit? Wir haben genug zu tun. Also so ist es nicht. Wirklich, mein Tag ist voll. Frühzeit, ich muss raus, 9:10 klingelt der Wecker. So, dann ist Kornickel füttern, dann ist Mittag und nachher wird nicht mehr viel. Also da rum. Nee, deswegen bin ich also hier auf Arbeitsamt. Mensch, das wollte ich eigentlich sagen, weil wir gehen in Arbeit haben. Und Renate, die kann es aber nicht ertragen, wenn ich immer nur zu Hause bin. Was ich auch verstehen kann. Ich kann es selber nicht ertragen. So. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Geschenk zur Silberhochzeit. Da gehst du endlich mal aufs Arbeitsamt und besorgst du mal eine Arbeit. Für die Renate. Und Hauptsache, der Mensch ist gesund und die Frau hat Arbeit. Wer ist jetzt hier zum Gespräch drin? Ne? Ich habe jetzt hier meine Unterlagen, habe ich mit. Lohnsteuerkarte, Kontoauszüge. Oder sonst. Geht doch gar nicht an hier. Hier steht zwar an, aber es geht nicht. Komisch. Vielleicht muss man hier, da gibt es ja so Wasserhähne. Da muss man auf und zu drehen. Gut, die kennt man. Aber jetzt gibt es auch Wasserhähne, da muss man sich schon vorher die Hände waschen und dann kommt erst das Wasser. Na, das machen die mit Licht. Also auch mit Wasser, aber eben auch mit Licht. Ja. Vielleicht lassen sie mal das Wasser ganz weg und da ist nur noch Licht. So hast du direkt schon Foto an, der Wasser an ist helle. Dann musst du mal hier so... Ah! Das war gerade noch hier, oder? Herzlich willkommen bei der Agentur für A. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier wedeln. Arbeit. Wir hoffen, Ihnen behilflich sein zu können und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Bitte formulieren Sie jetzt Ihr Anliegen. Ich suche eine Arbeit für meine Frau. Bitte führen Sie folgende Formulare ein. Ja. Lohnsteuerkarte, Rentenbescheid. Nicht so schnell. Krankenkassenpolice, Haftpflicht- und Lebensversicherungsnachweis, eventuelle Grundbücher, Pachtverträge, Sparguthaben, Kontoauszüge des Girokontos, Anglerausweis, Busfahrkarten, Essenmarken. Es fehlen noch die Busfahrkarten. Ich bin zu Fuß. Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Ihre persönliche Beratung steht Ihnen sofort zur Verfügung. Bitte gedulden Sie sich. Bitte entnehmen Sie jetzt Ihr persönliches Arbeitslos. Mein persönliches Arbeitslos. Oh, danke. Naja, das kriegt jetzt der Renate zur Silberhochzeit. Warte mal. Leiter Verkaufsstellen. Was? Was kriegt die für einen Job? Irgendwas mit einer Leiter, vielleicht ein Malerbetrieb? Leiter verloren.